So, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Mal starten. Ich habe auch beim besten Willen bei diesem Rätsel nicht gesehen, was man da auch nur andersweise machen kann. Welche Zeichen, also ganz ehrlich. Achte auf die Zeichen. Die Zeichen sind wichtig. Shanky. Achte auf die Zeichen und entzünde die richtigen Feuerschalen, um das Tor zu passieren. Und dieses Tor ist wahrscheinlich gemeint dann, ja? Aber was für fucking Zeichen? Ich meine, irgendwie am Hintergrund orientieren, die Farbe der Flamme an das anpassen, habe ich erst gedacht, das wäre das Naheliegendste noch, aber das geht ja gar nicht, weil hier ist ja, das haut da gar nicht hin. Zumal der Hintergrund sich auch zu verändern scheint, also das bringt überhaupt nichts als Hinweis. Welche Zeichen, liebe Leute? Und so die plumpen normales Zeichen wie an der Feuerschale sehe ich auch nicht. Irgendwie, hier ist rot, hier ist blau, steht ja auch nirgendwo dran. Ich habe keinen Plan, was die von mir wollen. Vielleicht ist das eine Sache, die man noch storytechnisch erklärt bekommen muss. Es wurde ja in Black Flag auch erklärt, mit den, wie gesagt, diesen Steinen. Weil man das aber, glaube ich, auch vorher selber machen schon konnte, also ohne die Erklärung. Das heißt, so gesehen müsste es ja auch eigentlich gehen. Ohne Erklärung, aber ich habe halt wirklich keinen Plan, wie. Das ist ein schönes Rätsel und alles. Da freue ich mich auch. Das ist ganz herrlich. Aber letztendlich, was soll ich tun? Ich habe keinen Plan. Ich kann echt nur Rätsel raten. Mal so, mal so. Ein Muster bauen aus dem Ganzen, aber ist auch Quatsch. Man weiß ja nicht, was für ein Muster. Aber bis ich hier alle Kombinationen durch habe, kannst du es auch vergessen. Das haut doch niemals hin. Muss ich auch vor allem aufschreiben, was ich schon gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Das ist mir auch zu doof. Also wirklich, ich weiß nicht. Wie, was, wo hier. Hat einer von euch irgendwie einen annähernden Plan? Also die jetzt zwar schon kennen, weil sie es gespielt haben oder weil sie eine Lösung gelesen haben, die meine ich gar nicht mal. Irgendwer, der das gerade so wie ich zum ersten Mal erlebt, habt ihr auch nur eine geringste Idee, was man hier machen soll? Was für Zeichen man sich hier suchen soll, woran man sich orientieren soll? Mir kommt hier echt keine Idee. So richtig, richtig gar nicht. Und die Formation der Steine vielleicht? Hier ist ja auch Quatsch. Da warte kurz. Mal, hier ist so eine kleine Strebe. Und hier ist was hin. Die beiden an und den Rest mache ich auf Brot. Das schon mal nicht. Das ist keine Besonderheit, ne? Man, du hast hier diesen einen begrasten Fleck und hier den begrasten Fleck. Hier ist doch halt keinen, der irgendwie zur Flamme geht. Oh, warte kurz. Die Farbe geändert, ohne dass ich was gemacht habe gerade, oder? Oder vorher blau. Es war alleine wieder rot geworden? Offensichtlich. Hat das was zu heißen? Wird das Ganze von einer Weile automatisch dann wieder blau oder rot, wenn es das Falsche war, was ich gemacht habe? Wert blau. Blau. Jetzt passiert hier gar nichts. Auch schön. Gehen wir erst zu dem hier rüber. Nach rot bitte. Also auch wenn man es genau andersrum macht, bringt das auch nichts. Ich weiß es wirklich nicht. Oh. Ich kann die Farbe auch so ändern, wieso auch immer. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Gegenhauen geht nicht. Toll. Also ehrlich mal, was soll das? Was soll das? Irgendwas an den Schalen dran.
Irgendwas Individuelles. Sieht mir auch nicht danach aus. Alles exakt die gleichen Schalen. Keine Markierung, keine Farbe, kein gar nichts. Also ehrlich, ich raff das hier nicht. Ich raff es wirklich gar nicht. Eine genauere Erklärung oder generelle Erklärung wäre sehr wünschenswert an der Stelle. Was passiert nicht? Hinten. Ich muss mich konzentrieren. Tja. Bei besten Willen, das ist mein Rätsel. Da hast du ein Tor. Da ist ein Tor. Okay, pass auf, ich mach bloß die Tore vielleicht blau. Hier ist kein Tor. Okay, ein Tor blau, zwei Tore blau, drei Tore. Ich hab's verstanden. Okay. Trotzdem ein bisschen merkwürdig. Da muss ja erstmal drauf kommen. Meine Güte. Was hat besser gebracht? Feuer ist ein Segen für den, der von weit her kommt, mit fröstelndem Knie. Und nach Kost und Gewand sich sehnt. Das ist schön, aber... Jetzt raff ich auch das danach überhaupt nicht. Gut, bekam EP dafür. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Ich hab's geschafft, das reicht. Also bei solchen Rätseln auf die Achso, ich kann nicht mal rüber, das gibt's doch gar nicht. Auf die Umgebung achten, ja? Aber ruhig ein bisschen weiter hergeholt, die Umgebung. Also nicht die unmittelbare, sondern einfach nur, was da halt gerade ist. Ist schon irgendwie merkwürdig. Aber bitte, bitte, warum nicht? Ich übernehme mal die Führung, ne? Ist alles klar? Alles klar. Fluss folgen. Segel! Und Kartmarkierung. Haha, da müssen wir erstmal eine Runde drehen. So, hier links sind wir eigentlich auch von einer coolen. Oder ist es sogar das, wo ich hin will? Prinzipiell wohl schon, oder? Na dann, bitteschön. Plündern. So. Bin wieder mal sehr weit gefahren jetzt. Hat sich total gelohnt. Egal, ich habe ja das kleine Rätsel da gelöst. Aber außer EP, oder relativ viele EP wohl gemerkt, habe ich jetzt auch keinen Nutzen von gesehen, das zu machen. Wobei, natürlich würde ich 700 EP schon nicht wenig sind. Aktuell. Nehmt das christliche Silber. Schon völlig in Ordnung so. Was? Nicht abhauen. So, mal. Wir kämpfen gegen euch. Hallöchen. Popöchen. Bam, 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 bam. Meins, meins, meins. Ich plünder euch. Oh, ist ein Kumpel. Entschuldigung. Hab den nicht erkannt, Bruder. Du bist dein Bruder, ne? Alles kaputt, hier, das beschützen ihn noch. Gibt's doch gar nicht. Lohnt sich nicht, so zu beschützen. Stirb. 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 Nein, ich brauch ihn. Toll. Ich hätte doch plündern können, ich hab so spät reagiert gerade. Dann fiel er runter. Wo seid ihr? Oh, sind das fucking viele. Muss ja auch wieder mal so sein. Oh, noch sind auch ganz viele. Was zum Teufel? Hey, ja. Da war gar nichts. Uppala. Haha, bin vorausgewichen. Sag mal, wo sind meine Leute gerade schon wieder? Da kommen sie gerade. Sehr schön. Euch brauche ich nämlich zufälligerweise gerade. Zack, zack. Hey, lass das mal. Verdammt, ich hab... Oh nee, war okay. Hey. Sonst einer erwischt. Sehr gut. Haut ihn mal. In meinem Namen, bitte. Ich erlaube es euch quasi. Haha. Ich habe irgendwas gerade voll Gutes gemacht. Autschen. Noch einer. Ah. Hier haben mich gerade schwere Angriffe zum Erfolg geführt. Und...
Ja, mal schieben, was du den eigenen Schwertern dann die Leute aufspießt und so. Hey, lass meinen Kumpel am Ruhe. Was soll denn das? Das geht so nicht. Trotzdem mit Schleichen und keine Ahnung was heimlich angreifen, ist es hier echt gegessen. Hm, diesen Assassin's Creed Teil. Ist einfach nur richtig am Kämpfen und offensichtlich. Ich meine, ist für mich ja völlig okay und so weiter, aber. Ist halt echt kurios, dass du als Assassinen-Spiel zu haben, wenn das einen so extrem untergrotteten Part hat. Also, ich kann schon verstehen, hoppala, eine Hardcore-Fans der Reihe, dass sie nicht so geil finden. Da bin ich sehr, sehr rudimentär, was man da jetzt vom ursprünglichen Gameplay, was ich so kenne, noch drin hat. Bisher. Ich glaube, es wird kaum mehr werden. Hoppa da, Papa da. Wo bist du denn? Ich wollte ja keinen zuwiesen, dass er mich reingelaufen, wie immer, wenn sie sowas machen. Idioten. Ja, ja. For you and Eve, ist schon klar. Was ist das hier? Darf bewegen. Hui. Ich gehe einfach rüber, ich muss es bewegen. Auch schön. Oder Assassin-Typ eigentlich. Sauerei. Boah, mach auf. Schwere. Tolle Sache. Plündern, 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 plündern. Wir plündern immer gern. Lalalalalalala. Plündern, 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 plündern. Lesen, lesen. Sind Hinweise vielleicht drin? Da lese ich das mal einfach so und weiß, wo der nächste Gegner ist. Ist hier noch was zum Lesen? Moment, warte. Hab ich das schon geplant gerade? Das ist egal. Komm ich hier raus oder ist das ein Bus, ein weiterer Gang? Tür aufschließen. Wahrscheinlich nach draußen, ja, natürlich. So. Das war das. Wo seid ihr, Alter, da hinten? Dann laufen wir erstmal nach da, würde ich sagen. Das passt schon. Ey, mein Kumpel! Autsch. Mist, hab ich voll erwischt. Nee, du gehörst mir. Kommt ihr mit, bitte? Ich frage mich, ob ich meine Armee ein bisschen größer kann, damit mehr Leuten zum Raiden ankomme. Flup, flup. Hier, lohnt sie mal richtig gerade. Volle Kanne. Ich hab für euch alle ein paar Äxte bereit. Oh, fucking. Hallo. Und tschüss. War schön, hier Kant zu haben. Noch einmal, komm. Weil ich es gerade kann. Mein XP, lass sie mir. Flop, flop, flop. Und mal eben. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe B gedrückt gehabt, dann war irgendwas passiert. Nee, warte. G, B. Ach, keine Ahnung. Angriff. Nein! Ah, ich habe einen Horn geläutet. Schön. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach, tot. Ach, was für ein Mist, ey. Ah. So, da ist noch einer. Siehste. Komm nicht gleich so. Hallöchen. Ich bin's, der Eivor. Aua, Mist. Der unachtsame Eivor. Ja, du warst auch so unachtsam, ne? Hab ihn jetzt, habt ihr gesehen, ne? Ich hab ihn sicher gewogen und dann voll fertig gemacht. Toll. Meine Leute laufen sonst wieder. Da sollen sie gar nicht hinlaufen. Ist da noch irgendwas Gegnerisches irgendwie in der Nähe? Nichts so, was glänzt hier denn so schön? Ach so. Sind da wieder oder immer noch welche? Man hat so ein bisschen Orientierungsprobleme. Das war bei Black Flag vergleichsweise angenehm. Da wusstest du, was du machen sollst in so einer Feste. Nämlich einfach diesen Kommandanten töten und vielleicht ein paar Leute oder sowas. Und dann war fertig. Ihr müsst offenbar wirklich jeden Mann niedermähen und das kann offenbar ein bisschen dauern. Na komm, hilf mir eigentlich hier. Hey ihr! So ist es nämlich. Zack. Ja, vor allem ein paar Gegnerleichen gibt es zu holen. Und XP, aber es sind meine. Also Finger weg. Yo-Man heißt er. Yo-Man! Der frühe Hopper fängt den Wurm oder so. Oh, komm schon. Hier, nimm das, Yo-Man. Nur ein Schuss? Das gibt's doch nicht. Viel mehr werfen können, ich kann das eigentlich. Ich bin da voll gut da drin. Aha. Ausweichen! Verdammt! Ausweichen? Brauche ich jetzt gerade nicht. Schwerer Angriff. Schwerer Angriff. Komisch! Ich kann jetzt, aber ich so einen schweren Angriff gegen so einen Typen hatte, hat das nicht funktioniert. Wisst ihr noch, ne?
Jetzt gerade zack, zack, problemlos. So wie ich es mir auch vorstellen würde. Ich brauche hier mal Hilfe. Oh, da ein dicker, fetter Mönch. Sowas sieht keiner gern. Das dauert nicht lang. Sehr gut. Bis was zum Siedlung aufbauen hier. Hey du, ach man, geh was im Weg. Willst du wieder umgebracht werden und mich desynchronisieren? Das ist ein Strategie-Dings. Das ist auch echt keine schlechte Strategie, muss man sagen.